Na, entschieden, ne? Sie haben den Architekten investiert, in Gutachten, in Planung und so. Sie haben da Architekturgeständnisse gemacht und nach all dem ist immer noch klar. Nein. Also erstens muss man, glaube ich, erstens muss man mal fair. Sie sind jetzt ja nicht am Tisch, wir werden dann intensive Gespräche mit Ihnen führen. Erstens muss man aus Fairness auch sagen, Sie haben ja viel in diese Presseaussendung hineingepackt, oder? Die ganz klar ist, wir haben ja über Verkehrsanbindungen, wie das vor Ort passieren soll, noch in den Herbst hinein haben wir geplant. Wie lange Sie das schon wissen mit der Konzernstrategie, ob das Sie auch eiskalt erwischt hat, ich wage es nicht zu beurteilen. Aber Tatsache ist, dass der Hauptgrund ist dieser Paradigmenwechsel bei IKEA und sonst gar nichts. Also das Verkehrsproblem schwer lösbar sich von der ersten Minute gezeigt hat, also so blauäugig war niemand, sonst hätte man diese aufschiebende Bedingung nicht formuliert. Aber es wird für den Standort, wir entwickeln ja nicht nur in Lustenau Betriebsgebiete, es entstand in Dornbirn zusätzliche Betriebsgebiete, zusätzliche Autobahnanschlüsse sind geplant und. Ich will jetzt noch gar nicht reden vom hohen Potenzial um einen Güterbahnhof herum, meine Kollegen vom Hofsteig. In diesem Spin-off von Vision Rheintal, Industriegebiete Nord, hört man in einem vorbildlichen Planungsprozess, da sind wir Weltmeister, Peter, oder? Wie vor Radlberg auch an diese Themen geht in der Raumplanung. Wir orientieren uns gerne an den Schweizer, das merke ich wieder beim Aglo-Programm, dürfen wir auch mit Metron zusammenarbeiten, auch mit dem Büro Rosinack aus Österreich. Wie da in dieser Region geplant wird, auf beiden Seiten des Rheins, das ist, glaube ich, in Europa Champions League. Also das ist top. Aber gewisse Rahmenbedingungen, das kann man sagen, wie machen wir da die Vorwürfe, aber gewisse Rahmenbedingungen, und das ist die Verkehrsinfrastruktur, da sind wir hinten dran. Und das ist eine Wachstumsbremse. Und der Fall IKEA kann ja im besten Fall, wenn der noch irgendwie jetzt zukünftig wirken soll, eine gewisse Katalysatorwirkung haben, aber natürlich nicht so, dass man sagt, jetzt muss die ASFINAG schneller planen, das wäre ja auch blauäugig, aber dass man, ich glaube jetzt nochmal Gerald Riedmann, ich glaube, man muss in diesen Diskurs gehen. Wir beschäftigen uns mit, und da haben wir ein hohes Potenzial, mit der Marke Vorarlberg, oder? Und natürlich wird man in einem Markenprozess nicht jetzt einzelne Straßenlösungen diskutieren, aber wir müssen uns vor Augen halten, und das zeigt Lustenau dramatisch, oder? Mir sagt einer heute vom Rundfunk, dass ich die andere Seite auch erwähne, oder? Matthias Neustädter sagt mir, er ist gestern durch Lustenau gefahren, ich weiß nicht, was. Kenne ich in Sachen Neues bei Neustädter, er hat ja heute das Thema IKEA. Dann zählt er mir die ganzen Kennzeichen auf, diese europäischen Kennzeichen, wo er da gesammelt hat in kurzer Zeit, oder Litauen und Slowakei und Ding. Und er hat auch nochmal gespürt, dass an einem wirtschaftsstarken Standort mit dieser Dynamik, wo man das Wirtschaftswachstum in der Zunahme des Schwerverkehrs ablesen kann, dass da dieser maßgebliche Schwerverkehr grenzüberschreitende durch ein Wohngebiet geht, wo gerade noch blöderweise Sanierungsgebiet IG Luft ist, wo ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich läuft seit 2 Jahren. Das ist einfach ein Zustand, da muss man eines Tages rauskommen. Und wir haben die Aufgabe, da mitzuwirken, dass man eines Tages rauskommt. Und die andere Diskussion, wann das ist, fange ich nicht mehr an. Ja, gerne.